doch bin meinen Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht irrelevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. So, meine Damen und Herren, mein Name ist Niklas Hulzon-Sommer und das ist ein neuer YouTube-Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Was wir heute machen, ich werde zum Luciano-Konzert gehen. Io! In Stuttgart. Stuttgart 37 Minuten mit dem Zug. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Ich werde nicht zum ersten Mal auf ein Luciano-Konzert gehen, weil, kleiner Fun-Fact, ich glaube, ich war auf Luciano seiner ersten Tour. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und abonniert den Kanal. Io! Das ist das heutige Outfit. Ich habe eine Anzugshose an. Ich sehe irgendwie ein bisschen seriös aus, ne? Staubsaugverkäufer könnte ich auch sein. Nee, ich habe eine Bomber- oder eine College-Jacke an. Darunter ein T-Shirt, eine Kette, Handtasche, Anzugshose und Schuhe. Das wird sein. Damit werde ich da anmarschieren. Ba, 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 ba. Oder? Also, weißt du, wer sich unnormal darüber freuen wird? Dich jetzt hier so zu sehen? Edi. Ja, und was wird er sagen? Supporter. Sag mal richtig. Supporter. Richtig. Willst du schöne Grüße an die Jungs sagen? Ja, gerne. Okay, sag mal was. Ich support eure Videos und eure Streams. Mhm. Danke, dass ihr uns so lieb und entertaint. Du bist der Beste. Ich bin in Stuttgart angekommen und alle gehen hier zum Luciano-Konzert. Stimmt's? Alle zu Luciano? Ja, ja, sie auch. Ah, die auch. Schau mal, wie die sich freuen. Ja, ja, der wird live auftreten, Jungs. Alles gut. Ich werde jetzt abgeholt von Domme, für die Leute, die ihn nicht kennen, Dominik Martinovic. Auch sehr, sehr, sehr Nostalgie hier, weil kann statt der Vasen, ne? In Stuttgart ist auch gerade die Vasen. Das ist so die Fake-Wiesen. Ah, für mich ist das extreme Nostalgie, weil ich 2 Jahre in Stuttgart selber mal gelebt habe. Weil ich beim VfB gespielt habe. Verrückt, kann statt Tabu. Ich war jetzt 3 Jahre nicht mehr in Stuttgart, also am Bahnhof. Der Bahnhof ist einfach noch schlechter als davor. Ich kriege es einfach hin, seit 3 Jahren den Bahnhof in Rückschritte aufzubauen. Das ist Gänsehaut. Ich weiß nicht, wer zuständig ist oder wer der Bauingenieur ist vom Stuttgarter Bahnhof, aber mein Junge, halt dich ran. Das ist ja ganz falscher Ehrgeiz, was du hier aufbaust. Wo ich noch hier gelebt habe, war das der Bahnhof. Mann, die Leute beeilen sich aber auch für Luciano, ne? Dom ist am Steuer, Augen nach vorne. Dom hat mich jetzt abgeholt vom Bahnhof. Dom hat heute auch das Tor gemacht zum Derby-Sieg, ne? Derby-Sieger! Ja, vielleicht kann ja hier mal kein Konzept sein Bild einblenden. Ganz viel Show. Ganz viel ich Show. Ich geh meinen Weg. Ja, Nero. Also, wir sind jetzt Stuttgart Porsche Arena. Luciano füllt nicht ein, er lässt sie platzen. Das werdet ihr in diesem Vlog sehen. Dafür lege ich meine Beine ins Feuer. Zitat aus Wilde Kerle. Schaut, wen ich alles vom Bahnhof mitgebracht habe. Die Leute habe ich alle gefilmt, alle zum Luciano-Konzert geholt. Hey, der hat einen Hoodie von mir an. Hey, cooler Hoodie. Ja, dreh dich mal, dreh dich. Nicht das, dein Hoodie. Ja, cool. Cool, 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 cool. Nein. Ich bin jetzt hier neben der Bühne. Ich glaube, ich kriege coole Aufnahmen. Keine Ahnung, was da... Ich auch. Ich habe keine Ahnung, was da... Man denkt, ich habe ein Konzert, so viel wie Leute, die mich kennen. Viel Spaß, das ist der Vlog. Luciano, los geht's. Der Mann will mir gerade auf dem Konzert wirklich sein Team zeigen. Oh mein Gott, so eine Krawatte. Ah, warte, Sommer auf der Bank. Ist nicht wo auf, ist Sommer auf der Bank? Zeig mir. Wenn du den nicht jetzt gleich spielst, wo ist lernen wir uns kennen. Ich kaufe 4,9. Was ja, denn? Nochmal kaufen. Nochmal kaufen. Nochmal kaufen. Für alle, die über 18 sind und auf Nachtrestaurants stehen, so wie ich sag, das ist Panna. Panna, stell dich kurz vor. Oh ne, nochmal von vorne, Bro. Nein, das kommt genauso in den Vlog. Nein. Ja, Panna, was soll ich sagen? Das ist Panna. Was machst du beruflich? Ich bin in der Musikbranche tätig. Ich bin DJ, mache noch ein paar andere Sachen auf jeden Fall. Ich bin jetzt mit auf Tour. Majestic Tour 2023, Leute. Ich sag euch einfach so, um auf den Punkt zu bringen, Panna weiß, was er im Club abspielen muss. Da läuft kein Ascher,
Und da läuft auch kein Willst du mit mir Drogen nehmen von, ich weiß nicht, wie der Künstler ist, aber da läuft der Real Shit, no cap. Yeah.
Glück, dass ich schon erst in Deutschland war. Und wir haben Wein auf der Bühne. Auf Wein, let's go. Let's go. Alle zusammen, zwei, zwei. Nero, Hawaii. Flieg mit dem Nero nach Hawaii. Turn up the Hennessy, nach Hawaii. Mal die Gesamte, dann nach Hawaii. Schau bei der Dämmer, wir kommen wie du war. Schau in Monaco, lass den Patau, ich sind gerade in den Kuhn. Verdoppelt, verdoppelt, die Karte pro Monat, 200. Martinovic, mein Brand, der Derby-Sieger. Auf Chance, ich glaube, ich gehe in die Moshpit-Crew. I don't know. Ich glaube, ich bin kurz davor, davor hinzugehen. Open it up! Open it up! Open it up! Open it up! Open it up!
Turn around, it's nice. Wo ist der Turn around? Zieh zurück. Guck mal, der Mille. Hey, let's go. Jetzt im Chat will ich die ganze Zeit lesen. Hey! SUVs! Pull up in SUVs, yo! Yo! Black planes on SUVs, yo! Black, pull up in SUVs, hey! Black on black, black! Yo! Yo! Black man, get you beat, yo! Ihr wollt eine Zugabe? Ich kümmere mich drum, okay? Ich kümmere... Ernst. Jetzt ernst, Leute. Ich kümmere mich drum! Monsieur Loco! Yeah! Do it! Genau jetzt, Chat! Ja! Hey! Pull up in SUV, ja! Kommen wir zum Grand der Finale, Stuttgart! Luciano Loco exklusiv für euch! That's the boy! Grande Finale! Yeah! Do it! Do it! Let's go! Wir sind jetzt auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob wir noch Lucio Loco treffen, aber wir werden es sehen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch bis jetzt. Ich hoffe, ihr habt coole Einblicke gesehen. Ich habe mein Bestes gegeben, no cap. Das sieht aus, als ob wir bei Bauarbeiter sind. Also, Shoutout an Panna. Ups. Wenn mein Cutter das sieht, jetzt Panna sein Instagram einmal einblenden. Einmal den Daumen hoch. Ja, schön gesagt. Wir sind gerade mit Das ist Javier, Panna. Verkürzen, komm her. Ja, Luciano. Guck mal, ich habe zu Luciano gesagt, ich werde ihm das Spiel beibringen. Um welches Spiel es geht, FIFA 23. Ich nehme dich an die Hand, zeig dir, wie dieses Spiel läuft und dann wirst du Danke sagen. Okay, du nimmst Soccer 8, ich nehme Soccer 8. Okay. So. Du kennst Taktik, ich kenn Taktik. So. Ich zeige dir. So. Ich zeige dir. So. Rechts außen, links außen, Zug nach innen. Jo. Jeder von meinen Jungs weiß ganz genau, Distanzschuss ist meine Stärke. Und Distanzschuss war nicht nur bei FIFA 22 meine Stärke, sondern man hat sie ja ganz schnell gelernt in FIFA 23. So nämlich. Deswegen bitte ganz kurz leise sein. Und wenn du mich jetzt filmst, film auch die Tore, die ich gegen dich mache. Ey, Jungs, merkt euch das, speichert euch das. Nein. Ich hab ein gutes Wort.
Willy Willy Wonka. Schokoladenfabrik war gestern. Ich zeig dir Distanzschüsse. Okay, nehme ich so, wie es ist. Boss. Ey, der Mann hat gerade hinter der Kamera was gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Okay. Ich habe gesagt, weißt du, was ich gesagt habe? Er hat gerade Zittern gehabt. Ah. Willy dachte gerade, vielleicht kassiert er auch immer, sagt er zu mir. Ey, kannst du nicht passieren? Hast du ein bisschen Freigabekehrung? Also, habe ich das gesagt? 100%. Ja, okay. Wenn wir etwas filmen, dann bleibt es auch so. Okay. Alles, was gefilmt wird. Ein Mann, ein Wort, sagst du. Ich hoffe, ihr habt gesehen, ich war am Ende noch ein bisschen mit Luciano, aber ich wollte nicht zu viel filmen, weil mir war das selber ein bisschen unangenehm. Aber ihr habt ein paar coole Einblicke gesehen. Nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der das YouTube-Video schaut. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich solche Momente erleben darf. Ich muss mich auch immer wieder, und auch wenn ich mich wiederhole und auch wenn es nervig ist, ich muss mich bei Eli bedanken. Eli, ich liebe dich. Sydney, ich liebe dich, das weißt du auch. Und auch natürlich danke an Jordani. Du warst auch einer der Ersten, der mir das Ganze ermöglicht hat in Mykonos. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, abonniert diesen Kanal und schreibt mal gerne rein, wie ihr das Ganze fandet. Luciano Loco, yeah! Come on, check out! Can I be homophobic? That bitch is gay! If I'm in a talk, I see I'm on top, you'll see where the stick is, yeah! All your brothers and sisters, you know, you're going to have to walk through! So fuck you, what would these guys be saying by your head? Luciano, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Schuckert, bist du bereit? Und es heißt 1, 1, 2, 2. Nice guy, it's so high school musical American Pie.